هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فاتقوا الله عباد الله دائماً أن الله تعالى beinhaltet auch den Iman an seinen Namen und Eigenschaften. Und damit der Glaube an die Namen und Eigenschaften dem Willen Allahs entspricht, müssen vier Dinge hierbei gemieden werden. Das erste: den Namen und Eigenschaften nicht ihre eigentlichen Bedeutungen absprechen, indem man die Namen nur zu inhaltslosen Hüllen macht. Zweitens, das Meiden von Uminterpretation der Namen und Eigenschaften mit dem Vorwand, die eigentlichen Namen oder die eigentlichen Bedeutungen dieser Namen und Eigenschaften beinhalten die Vergleichung Gottes mit dem Menschen. Drittens, das Beschreiben des Wie. Die Frage nach dem Wie hinsichtlich der Eigenschaften Allahs ist nicht erlaubt. Denn Allah hat uns über das Wie seiner Eigenschaften nicht unterrichtet. Das Wie, also die genaue Art und Weise dieser Eigenschaften oder ihr äußerstes Ausmaß, darf nicht Inhalt einer Frage sein. Viertens, das Vergleichen Allahs Eigenschaften mit denen der Geschöpfe ist ebenfalls zu meiden. Sein Hören ist nicht wie unseres, sein Sehen nicht wie unseres, sein sich über den Thron zu erheben gleicht nicht dem Erheben eines von uns. Das sind grundlegende Regeln im Umgang mit den Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas. Nun wollen wir uns einer Brise der Namen und Eigenschaften Allah Ta'alas aussetzen, einer Brise der Bedeutungen dieser schönen Namen, um die Herzen zu erquicken. Die Essenz der Dienerschaft und Anbetung liegt nämlich im Kern dieser Namen und Eigenschaften. Das Wissen darüber ist der Anfang jeder Kenntnis. Warum? Alles neben Allah ist entweder etwas von ihm Geschaffenes oder sein Befehl. Und jedes Wissen ist entweder das Wissen über seine Geschöpfe oder Wissen über seine Befehle. Und der Ursprung jeder Daseinsform und jedes Befehls liegt in seinen Namen und Eigenschaften. Sie hängen mit ihnen zusammen wie Ursache und Wirkung. Die Verbundenheit der Herzen mit Allah, die Rücksicht der Herzen auf die Beobachtung Allahs, die Furcht, die Hoffnung, die Liebe zu Allah, genauso wie diese Dinge für die Glückseligkeit des Menschen im Jenseits unverzichtbar sind, gerade so sind sie das Geheimnis für ein erfülltes Dasein auf dieser Welt. Phasen der Trauer, Beunruhigung und Bedrängnisse, Ängste und Schrecken werden sich verflüchtigen, wenn der Diener den Kompass seines Herzens zu Allah richtet, zu dem, der ihn für seine Anbetung hat erschaffen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah ta'ala sagt: Mensch, mache dich frei für meine Anbetung. Widme dich meiner Anbetung. Ich will dein Herz mit Reichtum füllen und deine Armut stillen. Tust du das nicht, dann will ich deine Hände mit Beschäftigungen füllen und werde deine Armut dennoch nicht stillen. Ähnlich wie dieser Hadith ist auch der schöne Bericht, welcher an sich kein Hadith ist, in dem es heißt, Allah Ta'ala sagt: O Mensch, ich habe dich für meine Anbetung geschaffen, für meinen Dienst. Drum sollst du nicht spielen. Ich habe dir deine Versorgung festgelegt. Drum überanstrenge dich nicht. Such mich, du findest mich. Und wenn du mich findest, hast du bereits alles gefunden. Verlierst du mich aber, hast du alles verloren. Beachte den Hadith von Abu Huraira. Denn er hat den Reichtum nicht den Reichtum der Hände gemacht, sondern den Reichtum des Herzens. Und die Armut des Herzens, nicht die der Hände. Wie viele bedürftige Menschen gibt es, die im Inneren ihrer Herzen reich sind? Und wie viele wohlhabende Menschen gibt es, die arm im Herzen sind? Der größte Reichtum könnte ihre durstigen Seelen nicht stillen. Reichtum liegt nicht im Prunk und in der Überfülle. Reichtum ist der Reichtum des Herzens. Heute wollen wir uns unter den Schatten eines Namens Allah Ta'alas stellen,
und diese Bedeutung wie ein Balsam auf das Herz lassen. Es ist der Name As-Samad. As-Samad ist der, dem sich die Geschöpfe zuwenden, vom kleinsten bis zum größten Geschöpf. Es ist der, der bei Wünschen, beim Verlangen beabsichtigt wird. Der Zufluchtsort bei Widrigkeiten, der Zufluchtsort bei Angst und Furcht. Dieser Name wurde in einer der gewaltigsten Suren des Korans genannt, der Suratul Ikhlas, in der Allah Ta'ala sagt, sprich, Gott ist einer, ein ewig reiner, As-Samad. Sprich, Gott ist einer, ein ewig reiner, hat nicht gezeugt und ihn gezeugt hat keiner und nicht ihm gleich ist einer. Wenn der Mensch Hilfe braucht, sagt er mit einem liebenden und bewegtem Herzen, ja Allah. Wenn er Hilfe benötigt, wenn er Schutz braucht, wenn er Rechtleitung sucht, wenn er Erbarmen wünscht, in all seinen Bitten tritt er bei Allah durch die Samadiyya ein. Er hat dich mit Bedürfnissen umgeben, damit du dich mit seinen Namen und Eigenschaften umgibst. Kehrst du nicht freiwillig zu ihm zurück, so wirst du bewältigt zu ihm zurückkehren. Denn er ist der As-Samad, der, der bei Bedürfnissen aufgesucht wird. Al-Husayn, ein Nomade, kommt zum Gesandten, sallallahu alaihi wasallam. Er fragt ihn, O Husayn, wie viele betest du an? Er sagt, 7. 6 auf der Erde und einer im Himmel. Er fragte weiter, wen suchst du für deine Wünsche auf? Er sagte, den im Himmel. Wen suchst du für deine Ängste auf? Den im Himmel. Da sagte der Gesandte Allah, sallallahu alaihi wasallam, dann lass die auf dem Boden und dien dem im Himmel. Und Al-Husayn trat dem Islam bei. Er hat die Bedeutung der Samadiyya erkannt. Denn der, den du aufsuchst für deine Ängste und deine Wünsche, er allein verdient es, sich vor ihm niederzuwerfen. Der Iman ist eine sehr einfache Sache. Er benötigt keine langen Auseinandersetzungen, keine Philosophie, er benötigt keine großen Vorkenntnisse. Der Iman ist der Ikhlas, die Aufrichtigkeit in deinem Umgang mit Allah Ta'ala. Schmück dich mit ihm, trag seinen Mantel und lass ihn dann die Falschheit um dich herum bändigen. Und das drückt der Koran in einem einzigen Wort aus. Sag Allah, so dann lasse sie mit ihren schweifenden Gesprächen ihr Spiel treiben. Im Tiefen jedes Menschen, in jeder Zelle, um jede Lebensader gibt es etwas, das Allah Ta'ala sehr gut kennt, sich vor ihm beugt und ihn preist. Der Kafir, noch wenn er ein Kafir ist, hört den Koran und es trifft ihn wie ein Blitz und eine Gänsehaut läuft seinem Rücken runter. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verlas die Surat al-Najm in Mekka bei der Kaaba. Als er sich niederwarf, warfen sich sämtliche Kuffar mit ihm nieder, selbst seine Erzfeinde. Sie haben die Herrlichkeit des Korans gekostet. Nicht beherrschen konnten sie sich und sahen sich von der Schönheit des Korans überwältigt. Sie waren Herren über die Sprache, Künstler der Wortkunst, der Prosa und Lyrik. Aber dieser Koran ist etwas ganz Eigenartiges gewesen. As-Samad ist der, den die Herzen aufsuchen. Er hat in den Herzen seiner Diener eine Leere erschaffen. Eine Leere, die nur von der Liebe zu Allah gefüllt werden kann. Eine heilige Liebe, die nur dadurch gesättigt werden kann, dass man sich ihm beugt, sich vor ihm stellt, Tränen vergießt, Hab und Gut, Leben und Geist für ihn opfert. Das Leben in all seinen Facetten ist ein Geflüster, das dir sagt, der, nach dem du suchst, ist über seinen herrlichen Thron und er hört dich. Ein Frevler findet die Möglichkeit, mit einer Frau allein zu sein und versucht sie zu verführen und treibt sie an, indem er sagt, nur die Sterne sehen uns hier. Daraufhin sagte sie in vollem Stolz und Erhabenheit eines Gläubigen, wo ist der Schöpfer der Sterne? Wo ist Allah? Das ist ein Herz, das stetig Allah aufsucht, stetig zu ihm emporsteigt. Es ist eine Bedingung des Gebets, wie jeder von euch weiß, dass du dich mit deinem Körper der Kaaba zuwendest. Dass du dich mit deinem Körper der Kaaba widmest. Und es ist eine Bedingung für deine geistige und seelische Gesundheit, dass du dich mit deinem Herzen Allah Ta'ala selbst zuwidmest. Ibn Taymiyyah rahimahullah sagte, es ist durchaus zulässig, dass der Diener von einem Unheil heimgesucht wird und er die Aufhebung dieser Zustände bestrebt. Er widmet sich deshalb zu den Bittgebeten und dem Flehen. Das ist zwar eine Ibadah und ein Gehorsam, auch wenn der eigentliche Bewegungsgrund dieses Mannes anfänglich nur der Wunsch war nach Versorgung, nach Hilfe, nach Unversehrtheit. Die Bitte und das Flehen öffnet ihm aber alsbald Türen des Imans an Allah, seiner Kenntnis, Liebe
und den Genuss in seiner Andacht und Bitte, die ihm später lieber sind als diese Bedürfnisse, die er einst beabsichtigte. Dieser Umstand ist eine Barmherzigkeit Allahs. Er führt sie durch weltliche Bedürfnisse zu den größeren und höheren religiösen Zielen und Bestrebungen. Abu Hamid zitiert einen Weisen, der über die gewaltigsten Namen Allahs sprach. Er sagte: Leere dein Herz von anderen neben Allah, leere es von allem neben Allah, dann ruf ihn mit einem beliebigen seiner Namen an, er wird dich erhören. Schließ Allah in dein Herz und alles an dir wird herrliche Spuren hinterlassen. Jedes Hindernis, jede Widrigkeit ist eine Botschaft, die dir sagt, widme dich dem As-Samad. Die Krankheit ist eine Botschaft. Sie bricht deinen Hochmut, sie erinnert dich an deine Vergänglichkeit, deine Abhängigkeit, sie sagt dir, unterwerfe dich ihm. Die Armut ist ein Telegramm, damit du dich vor ihm niederwirfst. Schwäche ist ein Anruf, er sagt dir, such Kraft und Macht, Stütze und Beistand bei dem Mächtigen, dem Starken, dem Unbezwinglichen. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte zu Ibn Abbas, behüte Allah, er wird dich behüten. Behüte ihn, du wirst ihn vor dir finden. Behüte Allah, indem du ihn in deinen Gedanken, Aussagen, Handlungen beachtest. Wenn du deiner Seele beibringst, stetig zu Allah emporzusteigen, dann wirst du schon bald ein Schamgefühl empfinden, in Überfülle weltliche Wünsche im Herzen zu hegen. Denn dafür wurde es nicht geschaffen. Der Khalifa sagte zu Ibn Umar, während sie die Kaaba umkreisten, er sagte, bitte mich um etwas, Ibn Umar. Ibn Umar fragte, etwas vom Jenseits oder Diesseits? Er sagte, das Jenseits ist Allahs Sache. Bitte mich um etwas aus dieser Welt. Er sagte zu ihm, Ibn Umar, ich bat den, dem sie gehört, also Allah, ich bat den, dem sie gehört, um nichts aus der Dunya. Wie soll ich jemanden fragen, dem sie nicht gehört? Ein Gouverneur sagte zu Ibn Taymiyyah, als er in Gefangenschaft war, wir haben gehört, du möchtest dir unsere Macht an dich reißen, unsere Herrschaft. Er sagte, bei Allah, deine Macht hat bei mir nicht den Wert von 2 Pfennigen. Schau hin, in welche Richtung du willst. Aber dein Herz sollte 2 Augen haben, die nur seine Herrlichkeit bewundern. Sprich, was du willst, aber dein Herz soll nur in seiner Andacht sprechen. Hör allen zu, aber lass in deinem Herzen ein Ohr sein, das nur seine Worte verhört. Lauf hin, wo du möchtest, aber dein Herz sollte nur zu seinem Thron emporsteigen. Allahumma iqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi baynana wa bayn ma'asik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi maradik wa min al-yaqin ma tuhawwinu bihi alayna masa'ib ad-dunya wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلاة الجمعة ستكون الجمعة القادمة على الساعة 1 إلا ربعا. Das Salat al-Jumu'ah wird ab kommenden Freitag um 12:45 Uhr verrichtet.